Ich begrüße heute in Berlin den Abgeordneten Roman Müller-Böhm. Wir sind heute mit der Fachzeitschrift Busfahrt, Bustouristik, Scherzer in Berlin und wollen Sie mal auch befragen. Sie sitzen im Tourismusausschuss der Bundesregierung. Wir haben mal die Frage, wie können Sie sich die Unterstützung für die 4.000 Mittelstandsbusunternehmer, die 20.000 Busse haben, die fast 200.000 Angestellte haben, derzeit vorstellen? Ich glaube, was wir jetzt brauchen, das gilt aber nicht nur für die Busse, das gilt im Grunde für alle touristischen Betriebe in unserem Land. Wir brauchen einen Fonds, der das die Kosten der Corona-Krise hier ein bisschen abfangen kann, beziehungsweise vor allem Geld den Unternehmen zur Verfügung stellt, damit halt eben die Liquidität endlich wieder gewährleistet werden kann. Es sind ja weiterhin Kosten zu begleichen und Geld kann aktuell nicht verdient werden. Ich höre auch teilweise Geschichten, dass auch öffentliche Partner Rechnungen nicht bezahlen, obwohl das eigentlich angebracht wäre. Deswegen wäre staatliche Unterstützung mal das Mindeste. Es gibt ja auch schon die ersten Hilfsmaßnahmen, aber ich glaube, langfristig brauchen wir jetzt, oder nicht nur langfristig, sondern ganz sogar schon in aller Kürze, brauchen wir einen Fonds, der diese Mittel bereitstellen kann. Wir haben mit vielen Busunternehmern Gespräche geführt. Man hat gesagt, bitte zum Beispiel der Stillstandstag pro Bus pro Tag 300 Euro mal anzusetzen und eventuell auch die Mehrwertsteuer wie bei der Bahnreise anzugleichen. Wäre für den Busunternehmer, wenn es nicht rückzahlbare Unterstützung ist, jetzt schon mal ein Start. Also ich glaube, dass die Mehrwertsteuer auf jeden Fall ein Thema ist, die angegangen werden sollte. Ich glaube, das ist nicht zu erklären, warum die Bahn hier alleine nur diese Privilegien bekommen hat. Ich glaube, dass es mindestens mal auch für die Busse genauso gerechtfertigt werden kann. Das Argument, das galt ja damals, dass man vor allem aus Umweltschutzgründen die Bahnen in den Vordergrund gestellt hat. Ich glaube, das Gleiche kann man auch von den Bussen behaupten. Deswegen wäre das sicherlich eine Maßnahme, der ich mich da auch schnell und leicht unterstützend anschließen kann. Bei den 300 Euro, glaube ich, muss man gucken am Ende des Tages, wie viel es wirklich ist. Ich würde sagen, es sollte keinen festen Satz geben, sondern es sollte hauptsächlich erstmal geguckt werden, dass überhaupt Geld zur Verfügung gestellt werden kann. Denn so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Die Betriebe gehen sonst bald insolvent. Das wäre ein Schaden, der für möglicherweise ein ganzes Jahrzehnt nicht mehr aufzuholen wäre. Und insofern möchte ich mich vor allem dafür einsetzen, dass jetzt überhaupt schnellstmöglich Geld bereitgestellt wird. Herr Müller, wir haben derzeit in Deutschland 16 verschiedene Regelungen, was die Schutzmaßnahmen bei den Reisen betrifft. Wir sagen, wenn ich im ÖPNV in einem vollgestopften Bus fahren darf, warum darf ich mit demselben Bus, der als Reisebus unterwegs ist, nicht fahren? Das ist für mich auch in keiner Weise verständlich. Tatsächlich würde ich auch sagen, dass es eine der größten Probleme in der Corona-Pandemie jetzt gewesen ist, dass wir mit 16 Bundesländern 16 Mal unterschiedliche Regelungen hatten. Das kann so auch nicht weitergehen. Das muss endlich einheitlich gedacht werden. Natürlich gibt es Unterschiede teilweise, was die Fallzahlen bei Corona angeht. In Bayern ist teilweise mehr und in irgendwo an der Küstenregion weniger. Das rechtfertigt aber nicht, dass diese Anforderungen unterschiedlich sind. Ich glaube, dass man beim Reisebus genauso wie beim ÖPNV auch, wenn dort Hygienevorschriften eingehalten werden können, also sprich Maske etc., dass das dann auch beim Reisebus durchaus erlaubt sein sollte, den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Wir haben in der letzten Zeit auch sehr stark jetzt wieder darauf hingewiesen, der Bus ist das umweltfreundlichste Fahrzeug in der Urlaubswelt. Ist das nicht jetzt auch der Zeitpunkt, den Bus als umweltfreundliches Fahrzeug stärker zu fördern, in den Vordergrund zu stellen, auch im Sinne unserer Zukunft, unserer Umwelt, um die wir ja auch alle kämpfen? Klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, immer dann, wenn statt 10 Autos ein Reisebus fahren kann, ist das am Ende besser für die Umwelt. Und das sollte jetzt auch in der Corona-Krise sozusagen nicht untergehen. Leider ist die Gefahr groß, dass man vermeintlich ja nicht ein großes Busunternehmen hat, ähnlich wie die Bahn, die alle Busse bereitstellt, sondern es sind ganz viele kleine, die vielleicht zu schnell in Vergessenheit geraten. Aber das darf nicht passieren und deswegen muss auch gerade aus Umweltschutzgründen darauf geachtet werden, dass die Busse gerettet werden und dass vor allem auch in die Zukunft investiert werden kann, dass dort Flottenmodernisierungen, wie sie auch teilweise in den letzten Jahren schon passiert sind, weiter fortgeführt werden können. Müller-Böhm, wir haben morgen am 27. Mai in Berlin, werden ca. 1000 Busse in Berlin sein. Sie werden uns hören, wir werden laut sein. Haben Sie noch ein nettes Wort für die Busunternehmer, die morgen alle auf ihre Kosten hierher kommen und kämpfen?
Also ich freue mich, dass Sie kommen. Ich werde auch bei einigen Demonstrationen morgen hier in Berlin selber dran teilnehmen. Das versteht sich, finde ich. Und ich kann Ihren Unmut absolut nachvollziehen, dass Sie jetzt seit 9 Wochen warten, keine Lösung präsentiert bekommen und dass Sie nun endlich auch hier nach Berlin kommen, finde ich absolut hervorragend. Ich wünschte, es wäre nicht nötig, aber ich werde morgen auch dabei sein und ich hoffe, dass wir gemeinsam dann in der Politik hier in Berlin was bewegen können. Ich bedanke mich und gebe Ihnen noch zum Abschluss des Gesprächs unseren Jubiläumsbus der Fachzeitschrift Busfahrt. Dankeschön. Der geht gerade in Deutschland rundum und wir hoffen, dass wir bald wieder alle Busreisen dürfen. Danke mich für das Gespräch. Danke. Ich bedanke mich. Danke.